Hallo Freunde des Bodybuildings. Lieber Timo, kommt hier Kommentare, Rücken- Brusttrainungen genau erläutern im Gruß, Krabbel-Gruß-Training. Also wenn ich ein bisschen vom weiter Winkel vom Körper gehe, alles bestimme. Und wenn ich Flachbankdrücke mache, dann muss ich noch seitliche Brustmuskeln extra trainieren. Ich muss die Brusttiefe extra trainieren, mit Überzieher, ja, mit Pullover, mit Leuhandler, ja, und so der Winkel, Körperhaltung, wie weit ich vom Kabelzug wegstehe, das kann alles beeinträchtigen, was ich trainiere, ja. Wenn ich jetzt etwa vom Kabelzug wegstehe und ziemlich aufrecht da stand, trainiere natürlich die seitliche Brustmuskel, natürlich, ja. Wenn der Kabelzug von unten kommt, so, und ich ein bisschen wegstand und aufrecht da stand, klar trainiere da der untere Brustmuskelbereich. Der Winkel tut alles beeinflussen. Ja. Jetzt stellen wir mal vor, da ist der Kabelzug, ich stand ein bisschen vom Kabelzug weg wie vorher und tue nur den Oberkörper verändern. Der Druck geht automatisch in Rückenmuskeln ein. Beim jedem Wiederholung muss ich die Muskulatur spüren. Also, und wenn ich so mache, oh, das geht in den Rücken ein. Ja? Das ist wie beim Rudern, wo ich so mache, auf einem kleinen Schiff im See. Wenn ihr das stundenlang macht, dann tut abends euch der ganze Rückenbereich weh. Ja? Und Gegensatz zu dem, Kabelzug kommt von da unten und ich mache den hier. So gestanden. Da schafft Schulter. Ja? Also Winkel tut im Training der Körperwinkel und wie zum Kabelzug stand, der kann schon alles im Training beeinflussen. Welche Muskelpartie ihr beansprucht. Ich mache jetzt den Sport seit 1995 und selbst ich lerne hier aus. Ja? Also es kommen immer neue Erkenntnisse und es gibt auch noch ganz viele alte Erkenntnisse. Und man lernt nie aus. Wer denkt, der hat ausgelernt, der hört auf, erfolgreich zu sein. Ja? Und auch von mir kann man immer viel lernen, auch im Bodybuilding-Fitness-Bereich. Ja? Der letzte ist im ersten Mal auch berühmt mit Kettlebell-Kit. Da ist sehr viel dazu gelernt. Ja? Und man kann in einem Bereich gut sein, aber man lernt immer weiter. Ja? Und ich hoffe, dass ich auch im Bodybuilding, ich bringe jetzt im Bodybuilding auch wieder mehr. Es soll eigentlich mein Kanal so gemischt sein, zwischen Kampfkunst, Kampfsport, Bodybuilding, ja, Kultur, Sachen gegen Rassismus, politische Sachen, ja. Und lasst euch von mir inspirieren, ja. Alles klar, da wird es geschwätzt. Danke, Freunde.